Das habe ich übrigens noch nirgendwo gesagt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich auch öffentlich mache. Oh wow, tut mir leid, dass ich es gerade einfach so gedroppt habe. Alles gut. Fast in jedem Video mit der Polizei, also von der Polizei angehalten war. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass wir die Regeln gebrochen haben, um Regeln zu brechen. Für uns war es immer so ein kleines Gefängnis, wirklich da zu sitzen und man kann nicht weg. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, dass Philipp irgendwie zu gläubig wird. Unsere Schwester ist mit 18 im Flugzeug abgestürzt. Ehrlich gesagt machst du mich gerade sprachlos damit. Sehr beeindruckt. Ihr seid ja die Real-Life-Guys und es ist ja auch so, dass es das Real-Life ist. Es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Bei jedem nicht, aber ich finde, bei euch ist es nochmal besonders krass. Und das teilt ihr auch mit euren Fans. Was ist aber eure Definition von einem Real-Life? Ich glaube, erstmal ist es so der Gegensatz zum virtuellen Leben. Also es war auch so, dass wir auch mit dem Kanal gestartet haben, dass wir gesagt haben, okay, unsere Freunde damals in der Schule, die haben ziemlich viel so am Handy gesessen, am Computer irgendwelche Spiele gespielt. Ja, wir haben halt gesagt, wir wollen den Leuten noch mal zeigen, dass es noch Spaß macht, wirklich was draußen zu machen. Und haben dann irgendwie so verrückte Aktionen gestartet. Und das ist erstmal so der Gegensatz zwischen virtuellem Leben und realem Leben. Aber jetzt halt auch immer mehr wirklich, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht dieses perfekte Instagram-Bild zeichnen, wo wir sagen, okay, es ist alles perfekt, wenn du es anschaust, bist du unglücklicher als vorher. Was war denn eure, also die für euch witzigste Aktion? Ich finde überhaupt die Aktion halt, wo ganz viele Leute noch dazukommen und mitmachen und so und dann zusammen basteln. Und manche haben halt echt noch nie einen Akkuschrauber oder so in der Hand gehabt. Ja. Das ist krass. Ihr habt ja sehr wahrscheinlich schon sehr früh angefangen so zu tüfteln und zu bauen und dann erst YouTube-Videos gemacht, ne? Ja, erstmal so Naturvideos. Also wir sind tatsächlich rausgegangen, haben so Tiere fotografiert und haben aber dabei immer schon so gebastelt. Und also, keine Ahnung, wir haben irgendwie, als Kinder haben wir immer so ein Loch im Wald gegraben. Ich denke, das sind so Sachen, die sich jeder eigentlich mal gedacht hat. Oder so ein Baumhaus halt. Und dann angefangen, so Videos zu machen, haben wir bei Tieren eben, sind wir rausgegangen, haben irgendwie so wilde Tiere fotografiert. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass das nur Leute im Altenheim interessiert. Ich find's immer noch cool. Also ich finde das Hobby echt cool, aber es interessiert halt einfach echt gar niemanden. Dann haben wir das irgendwie zusammengebracht, dann die Sachen bauen und eben filmen. Und wieso habt ihr gedacht, ihr müsst es auf YouTube teilen? Das war wirklich für unsere Freunde, dass wir die motivieren wollten. Wir hatten zum Beispiel so eine Seilbahn gebaut oder so einen Floß und sind damit immer reingefahren. Und unsere Freunde in der Schule haben irgendwie gesagt, ihr seid ein bisschen verrückt und haben gar nicht gecheckt, dass das für einen Spaß macht. Dann haben wir halt ein Video drüber gemacht, das auf YouTube hochgeladen und dann haben es alle gesehen und fanden es dann richtig geil und sind halt alle mitgekommen. Und dann haben das einfach durch Zufall halt immer mehr Leute angeschaut und so ist es gekommen. Und dann ging es auf einmal richtig schnell, das war richtig krass. Jedes Einzelne davon verschiebt ja auch so krass Grenzen. Also jeder denkt sich das, aber die wenigsten oder so gut wie niemand macht es dann einfach. Das sind so Kindheitsträume halt. Ich glaube, das meiste denkt sich jeder. So als Kind Bobbycar fahren, mehr ein Motor, wäre geil. Ihr habt ja auch in der Schulzeit immer schon Regeln gebrochen, ich gehört. Definitiv. Warum war euch das wichtig? Ich glaube gar nicht unbedingt, dass wir die Regeln gebrochen haben, um Regeln zu brechen, sondern dass wir einfach bei ganz vielen Regeln den Sinn dahinter nicht verstanden haben. Ja, und das ist das, was uns halt schon immer irgendwie stört. Also gerade beim Baumhaus oder bei so schönen Projekten, die man eigentlich umsetzen könnte und auch garantiert mit Statiker oder so umsetzen kann, wo wir auch bereit wären zu sagen, ja, wir bauen ein U-Boot und nehmen da halt einen Statiker dazu und so weiter. Aber es heißt halt immer nur, nein, geht nicht, dürft ihr nicht und dann wird man so ausgebremst irgendwie. Und am Ende sitzt man nur noch hinter dem Computer und baut dann irgendwie im Computerspiel irgendwas. Und das ist halt so was, was uns immer gestört hat. Und das war halt in der Schule auch schon so. Und ich glaube, wir sind einfach sehr freiheitsliebend. Und, also aber das ist dann auch manchmal so, man sieht auch bei den Videos, ihr baut irgendwie voll was Krasses und dann kann man endlich damit los. Und dann kommt die Polizei und sagt, ihr dürft damit jetzt nicht fahren, obwohl ihr eine Genehmigung habt. Ja, ne? Werden euch dann doch manchmal aufgezeigt, dass es doch Regeln und Grenzen gibt. Ne? Definitiv. Wir sind in den ersten Videos fast in jedem Video mit der Polizei, also von der Polizei angehalten worden. Und, aber die gucken dann wahrscheinlich auch blöd. Ne? Denkst du, okay, was ist das hier mit der Badewanne? Oder? Ja, die finden es meistens so cool, dass wir noch eine Anzeige machen. Eine Anzeige fürs Bobbycar, wenn man Anzeigen kriegt. War das ein Kennzeichen? Ich finde das auch sehr interessant, dass ihr ja zu Hause unterrichtet wurde. Ne? Ja. Ich habe noch nie von einem Deutschen oder in Deutschland lebenden Menschen gehört, dass der zu Hause unterrichtet wurde. Ich fand es eine richtig gute Zeit. Also es hat Vor- und Nachteile, klar, wie immer. Und ich glaube, gerade wenn man dann isoliert wäre oder so, wäre es nicht so gut. Aber ich glaube, da haben wir so gelernt zu lernen, dass man nicht lernt, um irgendwie gute Noten zu schreiben, sondern dass man wirklich aus Interesse lernt. Mhm. Und das ist halt das, was in der Schule total verloren geht. Also dass man gar nicht mehr weiß, warum man eigentlich lernt. Wir hatten richtig Bock, so als wir Mathe hatten irgendwie, sind wir dann ins Bett gegangen, hatten uns so einen Taschenrechner mit reingeschmuggelt und haben dann so im Kopf irgendwie so fünfstellige Zahlen durch dreistellige geteilt. Wir wollten aber so wissen, wie es geht. Ja. Ja, das war einfach so, weil es uns interessiert hat. Wie gesagt, haben so, wir haben Bock drauf. Und dann sind wir in die Schule gekommen und da habe ich Mathe gehasst. Also bis zur vierten Klasse waren wir zu Hause. Und da haben wir in 3 Stunden haben wir mehr gelernt als jemals in der ganzen Schulzeit. Krass. Wir haben nur 3 Stunden Schule gehabt, den Rest vom Tag haben wir mit Freunden verbracht und haben halt irgendwelche verrückten Sachen gebaut. Und da wird man halt auch kreativ. Und das war auch der Grund, warum wir die Schule dann so gehasst haben, überhaupt dieses
für uns war es immer so ein kleines Gefängnis, wirklich da zu sitzen und man kann nicht weg. Ja. Und, also ist ja, man kann sich ja nicht dagegen wehren. Du musst in der Schule sein, du musst diese Sachen lernen, die du überhaupt nicht sinnvoll findest und die du wahrscheinlich auch nie mehr, nicht mehr brauchst. Ja. Ich finde das total schön, auch viele gute weil Sachen viele Blumen werden in der Schule irgendwie nicht richtig gepflegt und gegossen und könnten so weit wachsen, aber wie Wiese behandelt alles und einfach ein bisschen, wer nicht wächst, der geht leider unter. Also es ist zwar verboten, ist es immer noch verboten? Ja, ja. Aber ich persönlich finde die Erfahrung, die ihr da erzählt, auf jeden Fall sehr interessant. Ich fände eine Bildungspflicht gut, sowas wie eine Bildungspflicht. Natürlich, vielleicht auch das wäre eine Voraussetzung. Unsere Mutter hat auch immer alles ganz genau mitgeschrieben und so. Wir haben Tests und Arbeiten alles geschrieben, hätte ja gesehen, okay, die lernen was, die haben Kontakt mit Freunden und so weiter. Das ist halt wieder so eine sinnlose Regel. Warum darf man das nicht? Ihr habt es gerade schon angesprochen, dass das Baumhaus, was wir gesehen haben, eine ganz besondere Bedeutung für euch hat. Wollt ihr das nochmal erklären? Ja, genau. Das war ein Traum von unserer Schwester. Unsere Schwester ist mit 18 mit dem Flugzeug abgestürzt und es war was, was wir vorher immer umsetzen wollten. Und sie war immer bei unseren Aktionen dabei und wirklich so eine richtig lebensfrohe Person, mit der wir, also nicht nur unsere Schwester, sondern auch so unsere beste Freundin. Und genau, da haben wir das bisschen auch, glaube ich, um das zu verarbeiten, so, und um ihr auch diesen letzten Traum, letzten Wunsch irgendwie zu erfüllen, haben wir das auch gebaut. Ja. Wow. Es war sogar so ein bisschen so, dass sie hatte schon öfter die Idee gehabt, ein Baumhaus zu bauen. Wir hatten immer so gesagt, das ist nicht spektakulär genug für YouTube. Ja, ja, genau. Und in der Zeit haben wir wirklich nur so, keine Ahnung, Raketen an ein Longboard geschraubt und so Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen im Moment eh ein bisschen Ruhe und dann hat das Baumhaus, also ja, haben wir dann nur. Schön. Es tut mir wahnsinnig leid und ich finde es super mitnehmend. Also auch klar, das zu sehen, sie war vorhin in den Videos da und ihr habt ja auch Videos darüber gemacht und auch danach dann. Es war ja nicht so, dass das passiert ist und ihr dann weg wart. Erstmal haben wir schon eine Pause gemacht. Erstmal eine Pause, aber ihr wart dann wieder da. So. Ihr habt das quasi thematisiert und die Zuschauer auch mitgenommen, so ein bisschen auf die Trauerreise, sag ich mal. Wie habt ihr das geschafft, das zu überstehen oder vielleicht nicht, das wird man wahrscheinlich gar nicht überstehen, aber wie habt ihr es geschafft, damit so umzugehen? Das ist voll die gute Frage. Das fragen uns so viele Leute, also da kriegen wir gerade auf per Mail oder so seitenweise Anfragen immer. Und das ist auch der Grund, warum ich dann mein Buch geschrieben habe, dass ich gesagt habe, okay, ich muss den Leuten da irgendwie eine Antwort drauf geben, die irgendwie mitnehmen in das alles, was hinten dran noch so passiert ist. Mhm. Weil ich zu der Zeit hatte ich Krebs gehabt. Und das, das ist so krass, du sagst es gerade schon wieder, so nebenher gefühlt. Mhm. Als so, dann hatte ich auch noch Krebs gehabt. Das ist für mich, man kann sich das nicht vorstellen. Ja. Eure Schwester ist bei diesem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Mhm. Und dann kam auch noch die Diagnose. Ja. Und es war sogar vorher. Ich lag wirklich im Krankenhaus, wir sind rausgekommen. Ich habe mich mega gefreut, auf diesen Rundflug halt, den zu machen. Mhm. Und mir ging es da auch nicht gut. Ich hatte wirklich Schmerzen und so. Und bin auch seit meinem Flugzeug schon geflogen. Und dann ist sie halt geflogen und dann noch abgestürzt. Aber du wärst uns auch eigentlich geflogen? Ich bin vorher geflogen und ich wäre der Nächste gewesen, wahrscheinlich. Ja. Johannes ist vorher auch der. Ich saß 5 Minuten vorher drin. Unfassbar. Ja. Also richtig heftig. Aber jetzt nochmal zu der Frage, wie wir damit umgehen konnten. Also mir hat es da unglaublich geholfen, dass ich 2 Tage vorher hatte ich so ein krasse übernatürliches Erlebnis gehabt, sage ich mal, dass ich im Krankenhaus lag und vorher habe ich halt immer gesagt, okay, für mich so Gott oder Religion irgendwie, mit sowas will ich überhaupt nichts zu tun haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das war am Donnerstag, das weiß ich noch einfach, wenn ich mich daran erinnere, das war so ein heftiges Erlebnis, wo ich auf einer Bank gelegen habe und habe so gesagt, ey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir so. Und da sind so krasse Sachen passiert, also falls euch interessiert, können wir da noch drauf eingehen. Da müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Aber jetzt erstmal nur, um die Fragen zu beantworten. 2 Tage später ist dann meine Schwester abgestürzt. Und das hat mir so einen krassen Frieden damit gegeben, obwohl ich halt Krebs hatte, obwohl ich nicht wusste, wie mein Leben weitergeht. Meine Schwester ist abgestürzt. Man denkt so, wir müssten eigentlich am allerkrassesten Tiefpunkt so sein. Ja. Und da hatten wir einfach diese Erfahrung und dass ich auf einmal wusste, das war kein Glaube mehr, wenn man so viel über Glaube redet. Das war wirklich so ein Wissen, okay, es gibt jemanden und der hat das gerade alles in der Hand. Und der hält mich gerade auch in der Hand. Und das hat mir so eine Kraft gegeben, dass wir da eben voll schnell auch wieder rausgekommen sind aus diesem tiefen Loch und was uns so richtig durchgetragen hat. Was für deinen Bruder, was für dich sicherlich auch keine leichte Situation war. Ja, also bei mir war es tatsächlich in der Zeit überhaupt nicht so, dass ich jetzt so einen Halt gehabt hätte sozusagen. Also ich habe es beim Philipp mitgekriegt, der hat echt krasse Sachen erlebt, wo ich auch so gesagt habe, okay, also von Zufall kannst du da nicht sprechen. Aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock drauf, ich will mein Ding machen. Und also die Zeit war ultra schwer für mich. Also gerade so als Zwilling ist, glaube ich, halt scheiße daneben zu stehen. Sonst immer so bei unseren Projekten, du kannst halt, wenn es irgendein Problem gibt, du kannst irgendwas machen. Ja? Du kannst dich einsetzen und sagen, okay, ich arbeite dran, irgendwann funktioniert das. Und bei ihm ist halt so, okay, er hat Krebs und ich denke mir so, ich stehe daneben und ich kann da nichts machen. Aber er hat immerhin für mich so einen Offroad-Rollstuhl gemacht. Also, ja, das ist richtig krank. So ein Rollstuhl mit richtig fetten Rädern, so wie Traktorreifen und dann mit... Ihr seid so krank. Und das fand ich auch so schön, dass trotzdem Aktionen stattfinden und alles irgendwie
immer weitergeht, ja. Mit auch irgendwie so einer guten Energie, obwohl eigentlich alles so schlimm ist. Genau, das war das, was ich mir halt gesagt habe. So, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie so, also keine Ahnung, auch auf YouTube, so, eigentlich denkt man so, ja, macht jetzt mal ein halbes Jahr Pause mit YouTube. Ich habe so gemerkt, eigentlich ist es voll dumm, aus seinem Rhythmus sozusagen rauszugehen, komplett, weil dann fällst du noch ein größeres Loch. Ja. Und deswegen habe ich so gesagt, okay, wir fangen an, auch mit Philipp dann, und machen aus der Situation irgendwie das Beste. Und ich habe so gedacht, okay, dann baue ich mal so einen Rollstuhl, ob das jetzt so viel bringt oder nicht. Keine Ahnung, weil ich denke, schon eine schöne Aktion. Und ja, dann haben wir auch mit Videos dann halt relativ schnell weitergemacht. Und ich habe dann mit anderen Freunden, als Philipp nicht da war, mit anderen Freunden weitergebaut, ja. Habe es dann so verarbeitet und ja. In irgendwann hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, ich hab, ja klar, also bei mir war es aber nicht so das, dass ich in der Situation, das bei meinst mir du christliche bei mir Glaubenserfahrung? Ganz, bitte? Glaubenserfahrung. Genau, ja. Ja, also bei mir war es echt immer so, dass ich so gesagt habe, okay, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, dass Philipp irgendwie so gläubig wird. wenn man auch immer dann denkt, man wäre langweilig und man hätte keine Freiheit mehr. Und wir sind ja so die Freiheitsgeber. Ich habe so gedacht, das ist ja so voll der Spaßverderber, weil wir haben ja so sau viel illegale Sachen auch gemacht. Und gerade bei den Sachen hatte ich halt so gedacht, okay, dann wird der Philipp so überhaupt keinen Bock mehr drauf haben. Aber nur, weil du einen starken Glauben hast, heißt ja nicht, dass du nicht... Oder darf man da nichts Illegales mehr machen? Ich glaube, es ist doch was Schönes, es ist doch was Wichtiges. Eben. Ja. Ich habe voll die falsche Vorstellung davon gehabt. Und ich habe mich später dann immer eine ganz andere Sache dafür geöffnet. Aber also du hast dich dann auch dafür geöffnet und du hast, ja, ihr habt ja, euch dann beide habt den ja. Weg da, dahin. Also das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt so viele gläubige Menschen, ja. Die so ja, viel eben, Unsinn eben, machen. Ja. Das ist, nee, ich habe da voll das falsche Bild von gehabt. Mhm. Aber trotz allem macht ihr weiter und ihr macht auch jetzt weiter. Und auch, obwohl du hattest den Krebs besiegt und er ist jetzt wieder zurück. Genau. Richtig? Ja, also das habe ich übrigens noch nirgendwo gesagt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich auch öffentlich mache. Oh wow, tut mir leid, dass ich es gerade einfach so gedroppt habe. Alles gut. Ich habe auch vorher gesagt, das ist kein Thema. Ich habe wirklich auch so übernatürliche Sachen wirklich erlebt und mein Gebet damals war immer so, also wenn es diesen Jesus wirklich gibt, habe ich einer Freundin so schriftlich gegeben, dann soll er für mich Feuer vom Himmel fallen lassen und mich ohne Chemo vom Krebs gesund machen. Und dann sind wirklich krasse Sachen passiert. Habe ich in meinem Buch auch geschrieben und ich bin gesund geworden und das Scheißfeuer ist auf meinem Himmel gefallen. Also das ist eine lange Geschichte, das könnt ihr, muss ich euch mal anders mal erzählen. Auf jeden Fall ist jetzt das Krasse gewesen, dass an dem Tag, wo ich das Buch rausbringen wollte, wo ich dieses ganze Manuskript abgeben wollte, wo ich auch so gemerkt habe, ganz viele Leute warten auch irgendwie drauf, dass wir da endlich mal eine Antwort geben zu den Themen. An dem Tag gucke ich in den Spiegel und sehe so, scheiße, ich habe wieder zwei richtig fette Beulen auf der Brust. Und mittlerweile, also ich war jetzt gerade vor 2 Wochen beim Arzt, deswegen dann, und der hat mir gesagt, ja, rein medizinisch gesehen gibt er mir noch 2 Wochen bis 2 Monate überhaupt zu leben. Es gibt auch keine Therapie mehr. Also dieses Chemo und so macht bei mir relativ wenig Sinn. Und von daher sieht es rein medizinisch nicht so gut aus. Aber das ist halt gerade wieder das. Du lachst nicht nur dabei. Du kannst es nicht nur ganz nachvollziehen. Ja, kann ich auch verstehen. Ich bin total ich bin total angefasst davon. Und ich finde das ganz, also erstmal finde ich es toll, dass du das so offen gerade erzählst und einfach sagst und so stark bist. Und der Umgang damit ist halt außergewöhnlich. Das ich finde das auch voll krass, weil mein Bruder ist an Krebs gestorben. Ach krass, und das ist halt, wie bitte? In welchem Alter? Weil er war 16, 17. Ach heftig, ja, da, genau, da hatte ich den ersten Tumor. Was ganz schlimm. Er hatte ein Bein, ich war zu jung, ich war 8, wo er gestorben ist. Ach krass. Aber es war nicht schön, also ihn anzusehen, wie er zu Hause liegt am Tropf und dann, wie man wartet so. Ich habe auch in meinem Buch so geschrieben, es ist so, wie wenn man auf seine Pizza wartet und so wartet er auf seinen Tod. So. Total krass, weil du sagst, du hast gerade gesagt, du warst gerade da vor, wann warst du da? Jetzt. Vor 2 Wochen? Ich habe das Interview ja vorher zugesagt. Krass. Oh, ehrlich gesagt machst du mich gerade sprachlos damit. Das heißt hier deep und deutlich. Aber du sagst gerade eigentlich, du warst vor 2 Wochen da und der hat dir vor 2 Wochen gesagt, du hast nur noch 2 Wochen. Ja, es kann 2 Wochen bis 2 Monate oder sonst wie. Also ganz ehrlich, die Ärzte können es auch nicht ganz genau auf den Tag bestimmen oder sowas. Da sieht man, ich habe jetzt einen Tumor, der ist 16 mal 8 mal 9 cm irgendwie, mittlerweile wahrscheinlich noch größer und ist mit dem Herz verwachsen, mit der Lunge und an sich sieht es nicht gut aus. So. Und der Arzt guckt mich jedes Mal an, wenn ich vor ihm stehe und sagt so, ich habe dich schon mal zum Sterben nach Hause geschickt und du stehst wieder vor mir und ich kann mir es nicht erklären, wie das passiert ist. Ich habe damals auch nichts mehr gemacht, beim Arzt war ich gar nicht mehr. Nur wie gesagt, dieses Gebet und dann ging es mir über einen längeren Zeitraum, ist auch eine lange Geschichte, ging es mir wieder besser. Und er guckt mich jedes Mal an und sagt so, deine Blutwerte passen nicht zu dem Tumor. Und wie du mich gerade anlachst und wie du da sitzt, das passt auch nicht dazu. Normal müsste es dir ganz anders gehen. Und er sagt so zu mir, er weiß, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde und dieser Gott muss mich ganz schön lieb haben, dass er so auf mich aufpasst. Und das ist halt auch das, wo ich so eine krasse Hoffnung habe, dass ich so weiß, ich bin einmal schon gesund geworden, so warum soll ich nicht nochmal gesund werden? Ja. Wenn mir die Ärzte nicht helfen können, dann glaube ich, gibt es schon noch jemanden, der mir da helfen kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute von wirklich tiefstem Herzen, dir auch. Ja, wir alle. Unmut.
der zu Hass werden kann. So, der kommt irgendwo her. Mir ist nur wichtig, dass alle Menschen einfach gleich sind. Wenn ich das höre, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, ja, da flippe ich schon regelrecht innerlich aus. Ja, also ich lebe eigentlich nur 24/7 für Social Media. Ich glaube, sogar jeder Mensch kann mal zum Therapeuten. Ja. Das habe ich übrigens noch nirgendwo gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich das wirklich auch öffentlich mache. Oh, wow.